Werte Nopisten, hier ist euer Nopiarch. Wir können feiern den ersten Sieg in überhaupt dem ersten Krieg unserer Geschichte. Wenn man mal von diesen paar Scharmützeln mit Barbaren absieht, ist das jetzt hier gelungen, die Siamesen zu besiegen. Wir haben Muang Saluang und mit dieser Stadt haben wir auch Ressourcen bekommen. Das habe ich noch gar nicht richtig gewürdigt. Und zwar eine Krabbe mehr. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass wir die auch noch kriegen, aber dazu ist die Hauptstadt einfach zu stark und mächtig. Aber immerhin, mit einer Krabbe mehr heißt das, wir dürften damit eigentlich auch dann eine Handelsoption haben. Und ich werde mal erstmal mit unseren Freunden sprechen. Fangen wir mit den Niederlanden an, ob sie die Krabben haben wollen. Ich glaube, dass ich jetzt habe, was du nee, das will ich nicht haben. Ich will pro Runde haben. Ihr habt doch so viel. Komm, gib mir mal 7 pro Runde. Ja, das würde er machen. Und wie sieht's aus mit 8? Sicher nicht. Nee, dann bleiben wir bei 7. Aber 7 ist ja auch okay. So, annehmen. Wunderbar. Das sind wir schon los. Outstanding. Sehr schön, das bringt mich auf die Idee, vielleicht bei den anderen auch nochmal vorbeizugucken, ob irgendwas hier gebraucht werden kann. Nein, tut es nicht. Die Siamesen. Tatsächlich, wir könnten Silber handeln. Ja, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir ihnen jetzt noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Wir wollen Gold pro Runde und zwar alles, was ihr habt. Hier 8, komm. Botschaft annehmen. Ja, warum nicht? Die Mark. So, auf Wiedersehen. Wie sieht's aus? Ruhm? Können wir euch da irgendwas verkaufen? Ja, nein, nicht. Den Irokesen sind ja auch Freunde, aber auch hier ist nichts. Den Osmanen. Nee. Okay, Indonesia und Niederlande haben wir schon. Indonesia, mit denen handeln wir nicht. Das bringt mich zu der Frage, ob unser guter Mann in Istanbul ist. Ja, er ist dort. Dann will ich doch glatt mal schauen, was der hier eigentlich... Ja, oh, wunderbar. Kein Problem. Dann gehen wir weiter mit ihm, glaube ich, in die Niederlande. Ja, das machen wir. Bewegen wir ihn in die Niederlande nach Amsterdam als Diplomat. Schauen wir mal, was da so los ist. So, mehr ist erstmal jetzt, glaube ich, für diese Runde nicht zu tun. Das Ganze mit den Armeen, doch, es geht noch weiter. Ah, Abu Bakr kommt offenbar nicht voran. Der sollte ja hier eigentlich hingehen. Aber irgendwas verbaut ihm hier den Weg. Was denn bitte? Warum kannst du da nicht weitergehen? Dann geh erstmal ein bisschen. Das genügt. Die Siamesen sind echt verrückt. Ach, die Irokesen sind offenbar noch im Krieg, wie es aussieht. Hochinteressant. Jetzt schicken sie ordentlich was rüber. So, was passiert jetzt? Ich glaube, dass ich etwas habe, was du enig Belang soll inbusemen. Ja, wir nehmen das an, das Verteidigungsbündnis. Oh, was passiert denn hier? Wieder Krieg gegen die Römer. Von den Holländern und von Hiawatha. Naja. Melbourne möchte einen Handelsweg. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Melbourne, mit denen sind wir auch eigentlich mehr oder minder... Na gut, sie waren ja nur in Anführungsstrichen verbündet mit Siam. Wir haben Beförderungen, Kanonen, Genauigkeit, offen oder unwegsam. Ach, wisst ihr was, wir machen mal eine unwegsam. Zur Abwechslung. Die geht wieder offen, alles gut und... Ha, eine Stadtverbindung. Sehr schön, durch den Hafen. Und wir haben hier einen komischen City-Fokus, den können wir aber, glaube ich, nicht verändern. Nee, das ist ja automatisch. Gut, aber ich glaube, das bringt uns ganz schön Gold, diese Stadtverbindung. Das ist hervorragend. So, die wollen Handelsweg, sind aber kaufmännisch. Könnte man sich überlegen, ob man das vielleicht doch macht.
verbündet sind sie mit den Siamesen. Hm. Vielleicht auch eine Möglichkeit für eine Kuh. So, der Krieg ist klar. Und dann, ja, jetzt die spinnen echt, die Siamesen. Stellen erstmal alle möglichen Stadtstaaten wieder unter ihren Schutz. Was soll's. Produktion wählen. Ja, hier ist jetzt noch ein Schütze gebaut. Aber wir machen weiter mit was eigentlich? Perapolis hat noch keinen Hafen. Aber sie haben jetzt einen Handelsweg. Aber das ist keine andere Zivilisation. Dann lasst uns lieber einen Markt herstellen. Wird Zeit, dass der dort entsteht. So, der Siedler. Warum gehst du nicht weiter? Was ist da los? Bitte. Welche Kanone haben wir jetzt hier am Start? Wisst ihr was, ich lasse die erstmal hier alle einfach in der Umgegend stehen. Keine Ahnung, das müssen wir nochmal genauer sortieren. Erstmal ist das okay. So, hatten wir nicht eigentlich die Schützen, wollten wir nicht dahin schicken? Ja, wollten wir. Da sollen die dann jetzt komplett in Bereitschaft gehen. Die Gatling kann da von mir aus rein. So, dann haben wir die Fregatte, die bleibt direkt hier stehen. Beschützt unsere Grenze. Guderian soll jetzt hier auch bleiben. Die Kanone, die wird hier im Hinterland stationiert. Der Schütze bleibt dort. Alles in Ordnung. Tja, was machen wir mit der Kanone? Wollen wir die woanders positionieren? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht. Hm. Hm, was macht Sinn? Eigentlich. Wir erwarten ja eigentlich überhaupt gar keinen Angriff. Ach, wir positionieren wir einfach hier auf dem Hügel. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. So, liebe Freunde, jetzt wird es interessant, denn wir erforschen demnächst die Elektrizität. Mal schauen, ob vorher noch was anderes passiert. Jawohl, die Fregatte. Die ist jetzt nicht mehr ganz so knifflig wichtig, weil wir nicht mehr im Krieg sind. Deswegen kann sie jetzt auch vorausfahren. Und wir haben noch diesen Schützen, der da eigentlich absolut nicht mehr stehen müsste. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir überall schon was hingeschickt haben, wo wir möglicherweise noch Einheiten brauchen. Heliopolis haben wir einen Armbrustschützen. Da sind Musketiere sogar noch. Gott, was wir alles hier haben. Gar nicht bedacht hatten. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier schon Schützen hingeschickt? Schicken wir noch einen hin. So, jetzt kann es in die nächste Runde gehen. Endlich. Plus 73 Gold, das ist ja auch mal inzwischen ganz ansehnlich. Und was ich auch mal nachgucken möchte mit unseren ganzen... Ich glaube, dass ich etwas habe, was du enig Belang soll inbusimen. Okay, das ist die... Der Vertrag, der jetzt fort wieder neu aufgelegt wird, den lassen wir so. Gewürze gegen Zitronen, das ist ganz gut. Wir kriegen Pferde, offene Grenzen, das ist okay. Wir bleiben dabei. Ja. Was ich sagen wollte, was ich gucken wollte, wie wir eigentlich jetzt militärisch dastehen. Oh, und Bratislava bittet um Einheiten. Das ist interessant, wir haben so viele. Ich glaube, wir schicken den mal hier so einen Armbrustschütz oder sowas. Und Vancouver. So, jetzt wird es aber interessant. Ist es eine Tatsache oder habe ich davon geträumt, dass durch die Elektrizität die materielle Welt ein großer Nerv geworden ist, der tausend Meilen weit in einem atemlosen Zeitpunkt vibriert? Gut, die Elektrizität ist erfunden worden. Wir können Wasserkraftwerke bauen.
Wenn wir Aluminium einsetzen, bringt das plus 1 Produktion bei steten Anflüssen. Börse, Gold, sehr, sehr wichtig. Polizeiwache senkt die Diebstählrate. Spione, das könnten wir eigentlich auch mal machen in der Hauptstadt. Und Aluminium erscheint. Und wo haben wir denn Aluminium? Hier ist Aluminium. Sehr schön. Kann man das eigentlich irgendwie abbauen? Nee, ne? Das wird einfach automatisch abgebaut und daraus entsteht eigentlich nichts weiter. Und wo noch? In Panama. Na, wer hätte das gedacht? Wir haben es auch gleich. Wir haben hier 8 Aluminium zur Verfügung. Gut, was ist hier los? Vancouver ist der Einfluss zu tief. Sie möchten nopistisch sein. Da bekommen wir Silber. Ich glaube, das ist aber wichtig, dass wir Silber bekommen. Oh Mann, das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Können wir hier in Panama mal ganz schnell einen Missionar bauen? Kaufen? Ja, können wir. Komm, dann gehen wir dahin nach Vancouver. Ich hoffe, das genügt. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das sollte genügen. 4 Runden. Müssen wir noch ein bisschen. Das reicht nicht ganz. Ich glaube, in einer Runde sind wir nicht mehr verbündet. Ja, keine Freunde mehr mit Laventa. Die haben auch keine Quest. Ich will denen jetzt kein Geld geben. Ist halt Pech. Verlieren wir ein bisschen Glauben. Das ist aber hier interessant. Das ist interessant. Wir sind Freunde. Okay. Wir schenken mal eine Einheit. Achso, jetzt müssen wir eine Einheit bestimmen. Und zwar nehmen wir da einen Armbrustschützen. Hier, den hier. Ja, hat er das jetzt gemacht? Ich glaube nicht, ne? Hallo, wir versuchen es nochmal. Geschenk machen, Einheit verschenken. Den, bitte. Geht das nicht? Irgendwas mache ich falsch? Ja, doch. Super. Das müsste eigentlich dann genügen, um das Bündnis hinzukriegen. Das wäre noch nett. Allerdings ist im Krieg mit den Irokesen, aber das ist so ein bisschen Doppeldiplomatie. So, Rom ist nicht mehr verbündet und wir müssen uns entscheiden, was wir als nächstes erforschen. Gehen wir jetzt schon in Richtung Moderne? Ich denke ja. Der Moment ist gekommen. Funkwesen oder Kühltechnik? Ah, das bringt... Theoretisch könnten wir den Eiffelturm errichten. Das wäre eigentlich was für uns. Broadway oder hier oben ein Hotel für Tourismus. Stadion. U-Boot, Bohrinsel, vielleicht auch nicht schlecht. Ja, los, komm, machen wir erstmal Kühltechnik. Dann das Funkwesen. Das ist alles irgendwie ganz gut für uns. Hotel, Stadion auf jeden Fall auch. Da können wir relativ schnell flächendeckend Zufriedenheit erzeugen. So, ich habe gesehen, wir brauchen hier doch noch ein Arbeitsboot. Bauen wir das mal hier. Und der Bautrupp ist fertig. Und ich glaube, den setzen wir jetzt erstmal dafür ein, hier die Plantage zu erneuern. Oder ist das eigentlich nur ein Bauernhof? Nee, das ist eine Gewürzplantage. So, die Fregatte bleibt auch in Bereitschaft. Und wir sind schon wieder so weit, in die nächste Runde zu gehen. Wie es aussieht. Dann tun wir das. Ich glaube, diese Gatling hier hat auch keine große Bedeutung mehr. Aber das wollten wir ein andermal organisieren. Hier benötigen Einheiten noch Befehle. Sehr schön. Die Karawelle. Ich denke, wir werden jetzt sie erstmal zur Heilung verschanzen. Ach, wir können die gar nicht aufrüsten. Ah, das geht mit den Karawellen gar nicht. Na egal. Wir heilen sie erstmal. Die Kanone. Die bauen wir auf. Sicher ist sicher. Und dann geht es auf jeden Fall in die nächste Runde jetzt. Wir toben immer noch Kämpfe zwischen den Irokesen und
Melbourne, Siam hat jetzt hier wohl ein Schiff versenkt. Jetzt landen die Irokesen hier vor Melbourne. Werden beschossen von Kanonen und der Stadt selbst. Ich glaube nicht, dass sie ausreichend Leute hier hingebracht haben. Die können sich hier ganz schön zur Wehr setzen. Diese Stadtstaaten. So, ein Forschungsabkommen. Ja, los, wir machen das. Annehmen. Ist okay. So, Monaco möchte auch einen Verweg. Hier geht's weiter. Die Schlacht um Melbourne tobt. Der Gegner wehrt sich. Ach, das waren das letzte Mal alles Angriffe. Oha. Wellington wünscht sich die Ressource Öl. Na, das kriegen wir doch hin. Das ist doch schon im Bau sogar. Kein Problem. So, Quebec. Die wollen Geld, das interessiert uns aber nicht. Wellington will Öl. Dabei haben sie doch selber Öl. Ist egal, wir sind... Oh, das ist aber schön. Wir sind Freunde, dann werden wir bald zu Verbündeten. Sogar mit Wellington. Das läuft hier alles von allein. Monaco, wir sind schon Verbündete. Und zwar richtig heftig. Kann uns also total egal sein. So, die geht in Bereitschaft. Langsam haben wir alles soweit im Griff. Jetzt werden wir noch die Modernisierung reparieren. Und geht's schon in die nächste Runde? Ja, warum nicht? Warum nicht? Nein, hier wird ebenfalls repariert. Ganz wichtig. Dann haben wir ja noch wieder Gewürze. Oh, ich sehe schon, wir sind hier im Minus. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Der Schütze geht in Bereitschaft. Der Missionar. Ja, hier sind schon wieder irgendwelche Einheiten im Weg. Aber jetzt gehen wir nochmal in die nächste Runde. Ja, wir müssen echt nochmal gucken, ob es vielleicht doch noch per Handel irgendwelche neuen Ressourcen gibt, die wir noch nicht haben. Hab da wahrscheinlich ein bisschen Überblick verloren. Ja, wir kriegen jetzt auch noch Öl von Zürich. Jetzt haben wir es dadurch angebunden. Aber eigentlich müsste doch hier unser Bohrturm auch mal bald selbst fertig werden. Sehr schön. Wir haben jetzt schon durch unsere verbündeten Stadtstaaten Öl ohne Ende. Und damit wunderbar. So. Vancouver sind wir nicht mehr verbündet. Das wissen wir, da kommt aber bald der Missionar. So, von Buenos Aires haben wir Öl bekommen. Wie von... Ja, wir sind verbündet, da gibt es Nahrung für die Hauptstadt. Das ist alles Öl. Ah, Budapest möchte auch Öl angeschlossen haben. Das wird bald passieren und in Heliopolis ist der Seehafen gebaut. So, was tun wir jetzt hier? Fabrik, Windmühlen, Opernhaus. Oder ich glaube, wir machen mal dann mit der Bank weiter. So, ein Arbeitsboot ist gebaut. Was kann unsere Hauptstadt tun? Polizeiwache hat mir gesagt, wäre eigentlich mal nicht schlecht, um Diebstahl zu verhindern. Aber eine Börse wäre jetzt natürlich auch der Hammer. Schaut es mal. 25% bei 108 ist echt der Hammer. Das bauen wir. Okay, das Arbeitsboot soll hier hin, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir haben bestimmt noch wieder irgendeine Einheit, die zu bewegen ist. Mal gucken. Ja, haben wir tatsächlich. Ja, können wir da das... Nee, können... Ah, hier aber. Sehr gut. Hier schießen wir erstmal die
Barbaren zusammen, die hier immer noch leben. Und dann ist Quatsch hier. Dann kommt bald hoffentlich unser Siedler an. Warum gehst du denn nicht selbstständig mal weiter? Muss man dir immer alles wiederholt von vorne erzählen. So, liebe Freunde, wir haben noch einen Auftrag offen gewissermaßen von der vorletzten Abstimmung sogar, nämlich die Gründung einer Stadt hier auf dem Seitenkap. Und ich denke, die steht kurz bevor. Das werden wir noch in der nächsten Folge hoffentlich erledigen. Und dann kommen wir beim nächsten Mal zum Staffelende. Und damit ist alles auch wieder abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben. Und dann können wir, aber soweit sind wir ja noch nicht, können wir über die nächsten Ziele diskutieren. Aber wie gesagt, erstmal noch hoffentlich glücklich die Gründung, möglicherweise unserer letzten neu gegründeten Stadt abwarten. Das Problem ist, wir müssen vorher... Ja, Seide haben wir noch nicht, aber wir schließen ja Seide auch noch nicht direkt an, wenn wir die Stadt gründen. Wir brauchen also vorher noch ein bisschen was zum Thema Zufriedenheit. Darum müssen wir uns auch noch kümmern, also das auch in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinbein.